Ich habe nach der 10. Klasse, das war ja das Übliche, eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht. Im VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe habe ich da eine Lehre als BMSR-Techniker, also Mess- und Regelungstechnik, gemacht. Und das war aber mit Abitur, also ein Fachabitur. Und dann habe ich mich aber entschieden, nicht in der Richtung weiterzugehen, also kein technisches Studium zu machen, sondern da ich in der christlichen Jugendarbeit engagiert war, damals schon, habe ich mich dann entschieden, eine Diakonausbildung zu machen. Also heute ist das die Evangelische Hochschule für Religions- und Gemeindepädagogik in Moritzburg. Damals war es halt Diakonhaus Moritzburg. Und es war eine seminaristische Ausbildung, die aber auf sehr hohem Niveau lief. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ja, das waren eigentlich verschiedene Dinge. Zum einen, ein Spruch hat mich damals so begleitet, den Charlie Chaplin gesagt haben soll. Der Menschlichkeit bedürfen wir mehr als der Technik. Und ich wollte von dem, was ich da so an Ideen und Gedanken und aber auch was für mich selber ja wichtig war, an Menschlichkeit da in dieser Jugendarbeit mitgekriegt habe, weitergeben. Das war das eine. Und wenn ich jetzt natürlich im Nachhinein drauf schaue, waren es im Grunde genommen natürlich auch politische Motive. Also heute würde ich das so sagen. Und da kommt dazu, also ich bin in einer nicht sehr kirchlich eingebundenen, aber eben kirchlichen Familie aufgewachsen. Bin also getauft, zur Konfirmation gegangen. Das habe ich damals schon relativ oder sehr bewusst gemacht. Und in der DDR gab es ja dann ab der 7. Klasse den Staatsbürgerkundeunterricht. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich da im Grunde genommen, nicht nur ich, auch noch ein, zwei Schulfreunde von mir, wir immer wieder mal auch Diskussionen mit unserem Staatsbürgerkundelehrer hatten. Und was wahrscheinlich das prägendste Erlebnis war, ich habe den Einmarsch der DDR-Armee in die Tschechoslowakei 1968 ja sozusagen hautnah erlebt, weil in der Nacht vom 20. zum 21. August 68 sind die ganze Nacht durch meinen Heimatort die Panzer gerollt. Und das war dann noch ganz zufällig. Also meine Eltern hatten in der Zeit Urlaub, sind aber nicht weggefahren. Wir haben dann bloß immer so tageweise Ausflüge gemacht und sind zufällig an dem Tag danach, das war ja dann Sonntag, wenn ich mich nicht irre, in das Zittauer Gebirge gefahren, also direkt an die tschechische Grenze. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass wie wir da durch den Wald eigentlich wandern wollten und wie dieser ganze Wald voll Armee war. Das heißt, Sie haben wirklich gesehen, dass Sie NVA über die Grenze auf tschechisches Gebiet gefahren sind? Ja, da muss ich jetzt genau sagen, das weiß ich heute, dass wahrscheinlich dort im Zittauer Gebirge die NVA nicht über die Grenze ist. Oder wenn, dann höchstens nur ein paar Meter oder sowas. Also letzten Endes ist die NVA zwar an einigen Stellen kurzzeitig über die Grenze, aber dann wieder zurückbeordert worden. Und die hat die ganze Zeit sozusagen an der DDR-Grenze zur Tschechoslowakei gestanden. Und wir waren natürlich auch nur auf tschechischem Gebiet, auf deutschem Gebiet. Und was dazu noch gehört, ich habe damals eben mich da schon dafür interessiert und Radio Prag, die deutschen Sendungen immer gehört. Und fand das faszinierend, was da kam, also mit dem Sozialismus, mit menschlichem Antlitz und so weiter. Und deswegen war das für mich also natürlich ein wahnsinnig einschneidendes und wutmachendes Erlebnis, dass das eben so niedergewalzt wurde mit Waffen. Und ein Schulfreund von mir, der hat also selbst am Radio sozusagen live miterlebt, wie der Sender Prag gestürmt wurde. Der ist halt da die ganze Zeit gelaufen, bis dann irgendwann russisches Gerede zu hören war und dann nichts mehr.